Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden gerade geblitzt. Wie, haben Sie nicht gemerkt? Okay, nochmal. Denn vor dieser laut Stadt gefährlichen Rechtskurve im Freiburger Stadttunnel werden Sie dank neuester Technik geblitzt, ohne dass es blitzt, mit Schwarzlicht. Man kann nicht mit dem üblichen Blitzer die Verkehrsteilnehmer im dunklen Tunnel blenden. Deswegen ist ein Schwarzblitz, der ist von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt auch zugelassen und ist jetzt im Echtbetrieb. Die ohnehin schon ansehnlich große Freiburger Blitzerfamilie hat also Zuwachs bekommen. Nur während es draußen noch fröhlich blitzt, merken sie drinnen gar nichts und müssen trotzdem zahlen, wenn sie zu schnell sind. Ist das der letzte Schritt zur endgültigen Verdrängung aller Autos aus der Fahrradhochburg Freiburg? Wenn man die Kommentare der Autofahrer im Internet liest, könnte man das glatt denken. Blitzer sind die Dukatenesel der Städte, Wegezoll der modernen Raubritterei, typisch grünes Freiburg, städtisch verordnete Schikane der Verkehrsverhinderer. Wir blitzen nicht aus der Hinterhand, sondern wir weisen mit Hinweisschildern, mit Piktogrammen bei der Einfahrt beider Tunnels auf diese Geschwindigkeitsmessungen hin. Wer sich also an Schilder und Geschwindigkeit hält, hat nichts zu befürchten. Die Stadt räumt aber auch ein, wenn die, die geblitzt wurden, das erst viel später, nämlich mit dem Brief, überhaupt mitbekommen, ist der Lerneffekt schon eher gering, zumindest geringer als beim klassischen Foto. Aber wir informieren und schreiben den Verkehrsteilnehmern sehr zeitnah. Und dann merken sie, dass halt Verkehrszeichen nur so gut sind, wie sie auch überwacht werden. Ne? Der neue Schwarzblitz im Tunnel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allein in der ersten Woche nach der Installation hat die Anlage schon 10.000 Autofahrer erwischt. 95% sind also im Grunde sogenannte Bagatellverstöße, aber sie spülen natürlich eine ordentliche Einnahme in den städtischen Haushalt. Wenn Sie also demnächst in Freiburg mal wieder durch den Stadttunnel fahren, lieber nochmal einen Kontrollblick auf den Tacho. Denn nur weil es nicht blitzt, heißt das nicht, dass Sie nicht trotzdem geblitzt wurden.